Besonders an meiner Ausbildung war der lange Zeitraum in der hauseigenen Lehrwerkstatt hier bei Phoenix Feinbau, sodass wir direkt vom ersten Tag an das Unternehmen kennengelernt haben. Nach anderthalb Jahren ging es dann in die verschiedenen Abteilungen. Parallel ist es halt auch gut gewesen, dadurch, dass wir ein relativ großes Unternehmen mit viel Technologie im Haus haben, war es halt so, dass man immer zu dem theoretischen Anteil im Studium hier auch immer super einen praktischen Anteil. Also man konnte zu jedem Theorie, was man im Studium kennengelernt hat, auch praktisch hier schon die Lösung sehen. Und mein Werdegang war folgendermaßen. Ich bin im November 2000 hier bei Phoenix als Energieelektroniker eingestiegen und wurde 2008 dann gefragt, ob ich in der Montage die Stelle als Werkstattleiter bekleiden möchte. Man hat auf der einen Seite viel mit Menschen zu tun, auf der anderen Seite muss man auch ein gewisses organisatorisches Talent haben und man ist halt immer noch nah an der Technik. Da ich ja direkt der Produktion angesiedelt bin, hat man immer noch den Bezug zu der eigentlichen Technik, was ich ja früher auch mal gelernt habe.